Also eine kleine Retro, also auf GF Bio. Ich habe gedacht, am Anfang, da muss man irgendwie ein bisschen weiter ausholen. Also wir bauen ja nicht irgendwie so 2013 geht's los mit GF Bio und das war's, sondern wir haben natürlich eine längere Geschichte. Und erinnern möchte ich also hier vor allem an das geophysikalische Jahr in 1957. Das muss ich sich vorstellen. Ne? Das ist immerhin also ein internationales Programm gewesen, an dem 64 Länder bereits seinerzeit teilgenommen haben. Und in dem Kontext also ist auch das Weltdatenzentrumssystem entstanden. Das heißt also, auch damals hat man sich schon darüber Gedanken gemacht, also was man dann also mit den Ergebnissen aus dieser Zeit macht. Und einer dieser Ergebnisse ist zum Beispiel, dass also zu der damaligen Zeit bereits Voraussagen gemacht wurden, dass also 50 Jahre später, also praktisch 2007, es Auswirkungen auf das Klima geben wird, Klimaerwärmung. Naja, die anderen Programme, die kennen wir, glaube ich, alle ganz gut. Das ist World Climate Research Program. IGBP ist sicher ein sehr tragendes Programm gewesen über viele Jahre. Beides hat dazu geführt, dass wir letztendlich den IPCC bekommen haben. 2012 wurde dann IGBP zusammengeführt mit den Sozialwissenschaften zu Future Earth. Das war also auch eine gute Geschichte. Und im selben Jahr haben wir dann IPBES bekommen. Das heißt IPCC für Klima, IPBES für Biodiversität. Symbolisiert auch so ein bisschen eben halt, also, was der Zeitversatz ist zwischen diesen beiden Topics. Das Klima hat uns zuerst interessiert und die Biologie ist eben halt also ein bisschen später dazu gekommen. Wird aber eben halt immer dringender und ist ja auch unser Thema. Okay, das Ganze wurde begleitet also durch entsprechende Datenpolicies da und Initiativen. Also das ICSU World Data System habe ich schon erwähnt, da 98. Auch wichtig, gab es erstmals diese Rules and Principles for Good Scientific Practice, wo die DFG ein White Paper zu, publiziert hat, in dem dann auch eben Daten also bereits also angesprochen wurden als integraler Bestandteil der Wissenschaft. Das war also eine wichtige Publikation und letztendlich haben wir dann also ähnliche, Frank Oliver, du musst ein Ding da abnehmen. Frank Oliver, du musst deinen Bügel abnehmen oder nicht reden. Dass man also ähnliche Politiken eben halt also dann weltweit also an vielen Universitäten hat sehen können dann auch. Also das heißt, die Bewegung nahm jetzt richtig Schwung auf. 2001 hat der Deutsche Wissenschaftsrat, der hat erstmalig erwähnt, dass also Daten im Prinzip genauso publiziert werden müssen wie Paper. Und für manche auch in Erinnerung, die ein bisschen älter sind, die Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Das ist nicht unsere Berlin Declaration für die NFTI, sondern das war also 2003, war das also ein gewisser Meilenstein. Und 2004 hat also die DFG dann bereits also so ein Strategieseminar für die Umsetzung veranstaltet. 2007 war auch ein echter Meilenstein mit den OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data. Wie vielleicht viele wissen, eben halt also diese OECD Guidelines, die wurden immer so ein bisschen betrachtet wie so ein Soft Law. Also über staatenmäßig eben halt, also haben sich viele daran auch orientiert. Eins dieser Prinzipien, die ich also am meisten mochte seinerzeit, war Effizienz. Effizienz in der Datennutzung im Zugriff. Ich glaube, das ist etwas, was uns jetzt auch in NFTI for Bio sehr bewegt. Ja, und 2012, es ist schon wieder 9 Jahre her, dass die Research Data Alliance, also implementiert wurde da. 2016 mit den FAIR Principles, jedermann mittlerweile bekannt, ist eins der wesentlichen Ergebnisse auch aus diesem, aus der RDA. Okay, nichts geht ohne Geld. Das heißt, die ganze Finanziererei also von dem, was wir also machen wollen, ist natürlich also auch wesentlich. Das BMBF, man glaubt es nicht, hat also bereits in den 90er Jahren Milliarden an Kleinprojekten auch also finanziert, Datenmanagementsysteme, unter anderem auch Pangea. Also wir wurden 2 Jahre wurden wir vom BMBF finanziert zum Aufbau.
Viel ist also von dieser Finanzierung nicht übrig geblieben. S-Free ist immer noch ein großes Thema, also auf der EU-Ebene. Wir können alle Akronym, ne, als Sprache. European Strategy Forum for Research Infrastructure. Und viele dieser Projekte, die ja mittlerweile auch alle mit ERICS abgeplastert sind, das ist, sind die entsprechenden Rahmenvereinbarungen zwischen den Ländern, sind natürlich auch also biodiversitätsrelevant. Das heißt, das ist das, was wir auch mit im Auge haben müssen. Da EOSC habe ich hier jetzt nicht erwähnt. Warum eigentlich nicht? Allen bekannt natürlich ist also das DFG-Programm, eben halt LDS, Scientific Library Systems, Information Systems, was also zu Beginn also noch sehr von den Bibliotheken dominiert war. Ein prominentes Projekt war also 2006 bis 2008 war also die Digital Object Identifiers, die wesentlich also durch die deutschen Weltdatenzentren zusammen mit der TIB entwickelt worden sind. Und DWB habe ich gesehen, also bei GEPRIS, ist auch lange Zeit also über LIS gefördert worden. COMFOR war also eines der ersten wirklich föderierten Infrastrukturen, die von LIS gefördert worden sind. Das heißt, da hatten wir bereits 6 Partner im Erde- und Umweltbereich, also wiederum also die Weltdatenzentren beteiligt und ein paar andere noch dazu, das GFZ zum Beispiel. Aber das war noch zu klein, muss man wirklich sagen. Also nicht erfolgreich, weil zu klein. BEXIS, auch viele Jahre gefördert, also auch einer der Komponenten, die wir natürlich in GFBio haben. Reederei Data weiß ich nicht so genau, wann die angefangen haben, aber haben gestartet auch als nationale Geschichte und ist mittlerweile ein globaler Dienst, also sehr gut angenommen. GFBio und im Folgenden halt also NFTI. Ja, einige Meilensteine. Ein Meilenstein war sicher also 2011 diese Arbeitsgruppe für Biodiversitätsdaten, die also mit einem Strategiepapier 2011 rauskam, zur Sicherung von umweltbezogenen biologischen Daten in Deutschland. Klingt sehr deutsch, ne? Das war unsere Steilvorlage dann auch, also für GFBio. Wir hatten 2012 hatten wir dann dieses legendäre Bonn-Meeting, da waren so etwa 30 Leute oder so waren da, haben sich geprügelt, ein paar Vorschläge gemacht, wie es also, ne, Birgit, du lachst, ne, du warst auch dabei, genau, wie man das, Dagmar war auch dabei, hat auch vorgetragen, genau. Wir haben uns aber letztendlich, haben wir uns also auf einen gemeinsamen Antrag und auf das Konsortium, auf die Koordination geeignet. Das war wirklich ein Durchbruch. Und schon ging es los, 2013. Wie man sieht hier eben halt, einige von den Gutachtern haben uns nicht so richtig getraut. Deswegen haben sie uns erstmal nur 18 Monate gegeben. Wir waren immerhin 20 Partner und sowas hat noch nie jemand gemacht. Also die haben das irgendwie so dann betrachtet, das ist dann so mehr oder weniger der Proof of Concept, ne? 2015, auch sehr erwähnenswert, also hat das BMBF dann das German Network for Bioinformatics Infrastructure finanziert als BMBF-Großprojekt und ich glaube, also so diese gegenseitige Befruchtung, auch dieser Überlapp in den, ne, also wir haben, wie gesagt, also viele Leute, die jetzt auch in der NFTI vorbei oder sind, die haben wir also darüber auch also kennengelernt. Ich glaube, das war also sehr gut in der gegenseitigen Befruchtung. Ja, dann 2015 auch die Phase 2 und ein wirklich guter Move 2016 war also der Setup von dem GFBio-Verein. Das ist auch so ein gewisser Unique Selling Point gewesen, also am Start von NFTI for Bio und 2018 halt mit der dritten Phase. So, 2013 und schon ging es los. Ne? Natürlich mit guten Vorsätzen. Wie immer, das so ist in solchen Projekten. Ne? Das heißt, wir haben versucht, uns gegenseitig eben halt also auch den Hintergrund und die Anforderungen zu durchdringen, was denn wer wie braucht und was notwendig ist. Wir haben natürlich auch versucht, Zusammenarbeit nach innen und außen so best wie möglich voranzutreiben und eben auf das aufzubauen, was bereits da war. Das heißt also nicht die Wheels neu erfinden
Und das ist hier Professor Farnsworth. und wie das halt so ist, nicht? Also ist es natürlich ein bisschen anders gekommen. Ne? Wir hatten von Anfang an auch da nicht genug Ressourcen, also nicht so wie dieser Mensch da auf der rechten Seite. Und die Sprache war also auch ein gewisses Problem. Also die etablierten Communities, die haben über Jahrzehnte, haben die also ihre Sprachen entwickelt. Und das funktioniert dann natürlich auch wunderbar. Also man sagt irgendwas und die anderen haben gleich irgend so eine ganze Knowledge-Wolke irgendwie dahinter, also was man eben halt mit dem einen oder anderen Begriff verbindet. Wenn man jetzt mehrere Communities zusammenbringt, also dann gibt es erstmal nur Unverständnis oder Missverständnisse. Ja, und wir hatten lange, lange Diskussionen, also auch heftige Diskussionen da, auf Grundsätzliches, auch um die Details, wie das halt so ist. Im Nachhinein würde ich mal so sagen, das Ganze könnte man als emotionale Dialektik, könnte man das so klassifizieren. Aber immerhin, also es war sehr gut. Und auch natürlich Meetings. Und das Ding hier ist ein Hackathon von 2019 und es sieht schon aus, als wenn es aus einem anderen Zeitalter ist. Ne? Das okay, ja, wir haben angefangen und ich fand also diese Abbildung aus dem Strategiepapier der Arbeitsgruppe Biodiversitätsdaten, fand ich insofern also bemerkenswert, als da praktisch schon die gesamten Ingredients, die wir dann letztendlich für GFBio verarbeitet haben, schon präsent waren. Das Ganze haben wir dann so ein bisschen für die Phase 1 ein bisschen geordnet und ein bisschen einfacher gestaltet. Ja. Vor allen Dingen hatten wir dann auch also die gute Idee, dass es ja vielleicht also auch eine Welt außerhalb von GFBio gibt und wir also vielleicht auch die Internationalität irgendwie mit einbeziehen müssen, da, und Science Publisher und so etwas. Das ist eine Frage, die mit Sicherheit eben halt also auch für NFD for Bio immer noch ansteht und ist auch schwer zu lösen, wie man dieses national, international, wie man das also miteinander vereinbart. In Phase 2 haben wir wesentlich eigentlich nur die Farben verändert. Wir sind ein bisschen mutiger geworden, wir wollen auch externe Datenprovider irgendwie reinbringen da. Und in Phase 3, ich glaube, das war Birgitta, die dann dachte, das ist alles viel zu simpel und jetzt müssen wir das mal ein bisschen anreichern mit mehr Informationen. Was zu dem Zeit sicher auch schon also berechtigt war, weil es zeigt also relativ gut also unsere verschiedenen Dienste, die wir bis dahin also aufgebracht haben. So, was sind da so das, was man da so mal so in Kürze rausheben kann da, dass wir überhaupt das geschafft haben, 20 Partner eben halt so in so einer Infrastruktur, dass wir die zusammengebracht haben, dass wir das gemanagt haben, das ist schon mal eine gewisse Leistung gewesen. Man hat uns das am Anfang nicht unbedingt zugetraut. Die gemeinsame Sprache haben wir dann, Gott sei Dank, dann also in gut 9 Jahren dann doch irgendwie gefunden oder umschiffen das eine oder andere sauber. Und dazu beigetragen hatten natürlich auch also solche Nebenevents, dann also in kleinen Kreise, da, wie dieser Phrase hier andeutet. Ja, Outreach, Support, Training ist sehr gut gelaufen. Wir haben ein vereinheitliches Datenabgabesystem, ist auch sehr gut. Integrierte Suche, das heißt also über alle Datenprovider eben halt, also werden die Metadaten indiziert und wir können Daten visualisieren, wir haben das FAT-System da. Wir haben Terminologie-Service als Meta-Service für Terminologien, das ist sehr gut. Und ich glaube, das ist also so das, was also am wichtigsten ist. Nach all den Jahren sind wir also in Deutschland mindestens eben halt also ein vertrauenswürdiger Partner eben halt also für Datenmanagement Planning, überhaupt für Datenmanagement geworden. Also nicht nur als Brand, sondern wir sind auch eine gewisse Authority in diesem Bereich geworden. Einen kurzen Punkt, also ganz schnell, also für die Phase 3, also war angesagt, die Konsolidierung, wie man hier sieht, eben wollten wir auch dafür also die meisten Ressourcen irgendwie also reinstellen. Also allerdings, es gibt kein allgemein anerkanntes Geschäftsmodell sozusagen, wie fährt man sowas, so eine Infrastruktur. Und darüber hinaus hatten wir also auch noch jede Menge Probleme,
mit dem deutschen Vereinsrecht und Taxes und allen möglichen anderen Dingen, also die das Ganze dann doch irgendwie nicht richtig lebbar gemacht haben. Ne? Ja, zum Unterschied also dieser beiden, nochmal ganz kurz. In GFBO, ich habe mal diese Mission Statements, die habe ich mal so ein bisschen umformuliert, da war der Fokus also schon auf einer nationalen Dateninfrastruktur, aber der Fokus war tatsächlich auf Langzeitarchivierung, Publikation und Weitergabe dieser Daten. Das war auch das Anliegen der DFG. Das heißt also für alle DFG-Projekte, die da liefen, irgendwie so eine Art Backbone zu haben für die entsprechenden Daten. Während wir eben halt also in NFT for Bio ist der Fokus gewandert. Das heißt also, jetzt gehen wir darauf hin, also dass wir die Daten versuchen zu integrieren, um eben genau diese Effizienz, die ist also, die jetzt noch fehlt, zu erreichen, um dann eben, wie gesagt, also Leute dazu zu bringen, eben halt also mit diesen integrierten Daten also bessere Dinge zu tun. Das ist im Moment also noch eine sehr arbeitsreiche Geschichte. Entsprechend haben wir also unsere Strategie auch angepasst. Wir haben in NFT for Bio haben wir also einen signifikanten Anteil mittlerweile von Wissenschaftlern, auch Behörden, vor allen Dingen auch also Citizen Scientists sind also breit vertreten. Und zweitens also haben wir ein Multicloud-basiertes System, haben wir also in Angriff genommen, ein bisschen aufbauend auf Denby, was wir also als Research Data Commons bezeichnen und wo wir eben halt also einen gewissen Paradigmenwechsel also auch vollziehen wollen, weg vom Data Shipping hin zum Function Shipping, ne? Und damit eben halt also eine Brücke bilden wollen zwischen den Datenprovidern und den Nutzern. So, damit bin ich jetzt am Ende. Allerdings noch eine Bemerkung da. Natürlich möchte ich also allen, die ausgeharrt haben hier bis in die NFT for Bio rein, also über die vielen Jahre, möchte ich mich natürlich auch nochmal bedanken, also auch im Namen eben halt also des ganzen Konsortiums eben halt. Ich weiß, dass also vor allen Dingen für die ganzen Leute, die Postdocs PhD-Studenten und so weiter, das ist also schon eine gewisse Lebensentscheidung, wenn man also sagt, also man geht in so ein Projekt rein, von dem man nicht weiß, also ob es dann also übermorgen noch irgendwie finanziert wird. Man kann allerdings auch sagen, also die Zeiten, die wir jetzt haben, die waren also nie besser als also für dieses Topic, Datenmanagement, Data Science und Dateninfrastruktur, als jetzt. Also auf jeden Fall sehr viel besser als in den 90er Jahren. So, also in dem Sinne, vielen Dank an alle. Ja, vielen Dank, Michael Diepenbrock.